Ja, herzlich willkommen wieder bei uns hier in Innsbruck. Wir sind auf der BTC 23 in Innsbruck und ich habe hier den Blockchain-Kette bei mir sitzen. Hi Leute. Und der will euch mal was über sein kleines Projekt hier erzählen. Genau. Ich mache quasi Leiterplattenkunst. Also ich bin ein kreativer Kopf und interessiere mich eigentlich schon immer für Elektronik. Und wie ihr vielleicht wisst, ist in jedem Computer, in jedem Smartphone, sind da Leiterplatten drin. Das ist quasi eine Platte, die alle Bauteile miteinander verbindet, sodass einfach das Ding elektronisch funktionieren kann. Und ich erstelle quasi verschiedene Designs. Und mein Medium ist jetzt nicht die Leinwand, sondern eben eine Leiterplatte. Also auch das Material und auch eben die Elemente, also mit Gold, Weiß und schwarzer Leiterplatte oder grüner Leiterplatte. Und hier zum Beispiel ein Lesezeichen. Das kann man sich dann ins Buch reinlegen als Lesezeichen eben. Und ja, warum mache ich das Ganze? Also meine Idee ist es eben, dass Satoshi Nakamoto ja Bitcoin erfunden oder kreiert hat mit Computertechnologie. Das heißt, er hat auch einen PC verwendet oder einen Laptop. Und in jedem Laptop oder PC ist eben eine Leiterplatte drin, also Computertechnologie. Und für mich ist deshalb eine Platine, sagt man auch, die Basis von Bitcoin. Das heißt, der Ursprung der Energie und der Kreativität, die Satoshi Nakamoto verwendet hat, liegt für mich in dieser Leiterplatte. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Also ich mache das nicht beruflich, sondern ich habe mir angeschaut, ja, wie funktioniert die Software, die man dazu braucht. Dann habe ich mir natürlich verschiedene Designs ausgedacht. Was macht man mit dem Ganzen? Also ich habe ein Lesezeichen, dann das kann man sich vielleicht an die Wand hängen, dann einen Schlüsselanhänger und das ist jetzt hier mein schönstes eigentlich, das ist der Genesis-Block. Das heißt, ihr kennt ja diese Anordnung der Hexadezimalzahlen und eben diesen berühmten Spruch, also der aus der Zeitung da stammt, die Satoshi in dem Genesis-Block verewigt hat. Und den stelle ich hier quasi auf Leiterplatte dar. Also ihr seht hier, alle Hexadezimalzahlen in Gold entsprechen diesem Text. Also halt auch interessant, dass jetzt zum Beispiel der Buchstabe T ist in Hexadezimal zum Beispiel 54. Und dann kommt von dem Wort D, das H ist dann die 68. Und so wird dieser Text von Zahlen in normalen Text übersetzt. Das wollte ich eben auch darstellen. Ich finde das wunderschön. Für mich stellt sich jetzt gerade mal kurz die Frage, also klar, du hast erklärt, warum Leiterplatten und Bitcoin zusammengehören. Ist für mich absolut nachvollziehbar, ist quasi das, was die digitale Welt mit der realen Welt verbindet. Ja, da steht quasi die Leiterplatte im Fokus, wo die ASIC-Chips drauf sind und ja, die ganze Technik auch, drauf ja. läuft. Mhm. Aber wie kommst du jetzt persönlich zu den Leiterplatten? Hast du vorher schon mit Computern zu tun gehabt? Oder? Ja, also ich bin gelernter Elektroniker und habe auch mal eine längere Zeit gearbeitet in einer Firma, die solche Leiterplatten bestückt. Das heißt, die haben die auch eben verwendet und haben dort mit Maschinen die Widerstände, die Kondensatoren quasi ja, auf die Leiterplatte gebracht. Und da habe ich quasi gearbeitet. Ich habe es selber nicht hergestellt, aber habe dort die Faszination gespürt. Also kommt da dein Kontakt quasi zu Leiterplatten her und dann kam Bitcoin für dich wahrscheinlich. Und genau, richtig. Dann hast du eins und eins zusammengezählt und deine kann ich jetzt ausdrücken. Ja. Also das ist jetzt quasi meine Leinwand, wie andere Künstler einen Pinsel verwenden, verwende ich eben diese Elemente. Zum Beispiel hier auf Weiß ist es ja so, da wird dann das Bauteil gekennzeichnet auf einer Platine, zum Beispiel U1 für, da steht dann bei dem ASIC-Chip zum Beispiel oft U1 dran. Also ja. für ja.
Das ist dann die Beschriftung, genau, oder wie man zum Beispiel Fan bei den Anschlüssen für die Ventilatoren und so genau weiter. Genau, richtig, ne? So Bezeichner, dass, ja, dass der die Bauteile und dann draufsetzt, weiß. Das Gold wäre in dem Falle dann eigentlich der Leiter, wenn da ein Loch das, wäre. Und das Pad, also das heißt, dort wird dann das Bauteil drauf gelötet. Ja. Also man verwendet da eben in der Elektronik auch Gold, weil es einfach ein guter elektrischer Leiter ist, das ist das Erste. Und dann kann man quasi, ja, ist das ein Rostschutz, also Korrosionsschutz, wenn man da, weil drunter unter dem Gold ist zum Beispiel Kupfer. Und Kupfer oxidiert mit einer Zeit. Also das ist dann, da beginnt dann vielleicht die Lötstelle, wird es vielleicht zu einer kalten Lötstelle und das Teil funktioniert nicht mehr. Und deshalb eben Gold, das ist also quasi eine hauchdünne Goldschicht. Ja. Ich finde es auch schön, wie man hier sieht, wie fein diese Striche hier sein können. Ne? Genau. Klar, es werden Chips hergestellt im Nanometerbereich. Ne? Ja, und da richtig. Müssen ja auch die Linien dazu passen irgendwo dann. Ne? Ja, also richtig. Die Verbindungen hier, das ist schon sehr. Ja, sehr das fein, ist dann, ne? auf den Tausendstel Millimeter zum Beispiel. Das hier jetzt nicht, aber die Strukturen sind sehr klein, das stimmt. Das hat sich auch verändert im Laufe der Jahrzehnte eigentlich. Früher hatte man ganz große Bauteile, da waren ja die Computer so groß wie ein ganzer Raum. Kennt man ja von den 50er Jahren, so Bilder. Da ist es eine richtige Schaltschränke, hat man früher gesagt. Und jetzt wird das alles alles so klein wie möglich auf dem kleinsten Raum. Genau, es wird immer kleiner. Weil halt einfach der technische Fortschritt steckt dahinter, dass man immer kleiner bauen kann und auch möchte. Ja. Genau, die Leistung zum Beispiel in Handys wird immer größer, also müssen die Komponenten immer näher zusammenrücken. Ne? Genau, richtig. Und man entwickelt auch immer stromsparendere Bauteile und das funktioniert nur, wenn man sie klein baut. Ja. Nee, wunderschön. Also, ich bin gerade am Überlegen, welches ich eventuell mitnehme. Wo findet man dich, wenn man Interesse entwickelt? Also ich bin ja im Bitcoin-Space beim Thema Bitcoin-Mining und der Blockchain-Kette bekannt. Aber hier habe ich mir ein Label ausgedacht und das heißt Modeo Tech. Und modeotech.art ist meine Internetseite. Die wird dann im Dezember diesen Jahres, also Dezember 23, wird die online gehen und da kann man eben auch die Leiterplatten kaufen. Oder wenn man möchte, wir können uns ein Design überlegen. Du kannst mir Grafiken schicken und ich bringe das dann auf die Leiterplatte, also auch individuell, entweder was als quasi Gemälde für die Wand. Kannst du dir was überlegen und dann kann man da auch eine Auftragsarbeit zum Beispiel. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt theoretisch, wenn ich jetzt eine Art Gemälde, also ein Bild in Karikatur oder was, könnte man, wenn es schwarz-weiß herstellbar wäre. Genau, schwarz-weiß ist genau das richtige Stichwort. Das brauche ich in schwarz-weiß. Und dann kann man entweder Memes machen, also witzige Sachen oder auch ernste Sachen. Also hier zum Beispiel, das heißt, what's in your head, also was ist in deinem Kopf drin und bei dem Kunstwerk halt einfach Bitcoin. In deinem Kopf genau. drin? Genau, Bitcoin ist im Kopf. Ja. Kann es sein, dass du dich bei Twitter umbenannt hast? Ja, Blockchain-Kette. Jetzt bist ich hatte nämlich das Problem, Blockchain-Kette hat vorher schon einer den Namen reserviert. Ja. Und ganz davor hatte ich einen noch bescheuerten, aber bei Twitter findet mich unter NodeMiner. NodeMiner. Okay, also NodeMiner, modeotech.art ab Dezember. Genau, jetzt habe ich einen kleinen Fehler drin vielleicht. Ich habe auch einen Twitter-Account mit modeotech.art, ja. Also direkt einen Twitter-Account. Okay. Da kann man mich auch. Ja, dann alle, die Interesse haben, guckt euch an. Du hast wahrscheinlich auch einige Bilder noch von deinen anderen Dingen, die du eventuell schon vergeben hast. Oder ja. Mal in Vergangenheit. Ach, apropos vergeben. Erzähl, wem hast du eins in Prag gegeben?
Erzähl. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also ich in Prag war eben ein gewisser Michael Saylor unterwegs. Er hatte eigentlich, war eigentlich immer auf der Bühne gestanden und hat gesprochen, aber er war für gute 3 Minuten unter den Plebs und ich habe ihn erwischt und ich hatte eine Leiterplatte in der Tasche. Und ja, dann habe ich mir erstmal die Frage gestellt, machen ein Selfie mit ihm oder so wie die anderen einfach. Und dann bin ich aber hin und habe ihn genau diese Leiterplatte einfach so in die Hand gedrückt und habe gesagt, Michael, do you accept Bitcoin? Und dass, wenn er es eben noch nicht akzeptiert hat, dass er es jetzt in sein Büro stellen kann, dieses Schild. Und jetzt weiß jeder, dass er Bitcoin akzeptiert. Und er hat sich meine Geschichte kurz angehört, also hat auch kurz gelächelt und fand es gute Geschichte. Ich habe erzählt, dass Satoshi eben ja, Computertechnologie verwendet und ich das eben als Kunst jetzt mache. Und genau, Michael Saylor, also war ein cooler Moment, ja, muss ich sagen. Das wird dir noch lange in Erinnerung bleiben, denke ich. Ja. Wer auch immer weiß, wo uns die Bitcoin-Reise hinführt, Michael Saylor hat jetzt auf jeden Fall einen Teil von dir. Genau. Alles klar, ich danke dir recht herzlich fürs Gespräch. Ja, hat mich gefreut. Viel Spaß noch. Heute ist der Industry Day, morgen geht es erst richtig los. Ne? Morgen rockt Vollgas. Die Bude, ja, morgen Vollgas, genau. Macht's gut. Cool. Ciao. Ciao, tschüss.